Hallo alle zusammen, mein Name ist Shelly und ich bin 16 Jahre alt. Sagt mal, habt ihr schon mal den blöden Spruch, es gibt einen schmalen Grat zwischen Liebe und Hass gehört? Ich dachte immer, das sei völliger Blödsinn, bis ich merkte, wie wahr es ist. Willst du wissen, wie das passiert ist? Dann abonniere den Kanal und hör dir meine Geschichte an. Solange ich denken kann, hatte ich immer davon geträumt, einen Bruder zu haben. Wahrscheinlich seit ich mit 5 Jahren zum ersten Mal Spy Kids gesehen hatte. Leider habe ich nie ein Geschwisterchen bekommen. Aber ich hatte Alex, meinen besten Freund. Wir waren seit der ersten Klasse unzertrennlich, mochten die gleichen Dinge und teilten alle unsere Geheimnisse. Alex war schon immer der coolste Typ gewesen, den ich kannte. Das Problem war nur, dass ich die Einzige war, die von seiner Coolness wusste. In der Schule war mein bester Freund ein echtes Mauerblümchen. Er träumte mehr als alles andere davon, in das Footballteam der Schule aufgenommen zu werden. Aber sie ließen ihn nicht mitmachen, weil sie ihn für einen Streber und Langweiler hielten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie traurig Alex darüber war. Schließlich passte er hervorragend in das Team. Aber eines Tages löste sich das Problem wie von selbst. Zumindest dachte ich das. An diesem Tag ging ich den Schulflur entlang, als ich ein Gespräch zwischen den Mitgliedern der Footballmannschaft hörte. Sie sahen sehr aufgeregt aus. Ihr Kapitän Eric sagte, na, das wird bestimmt der deprimierendste Start der Saison. Ich fragte mich, was er damit meinte. Ich schlich mich näher heran und begann zu lauschen. Es stellte sich heraus, dass sie geplant hatten, den Saisonstart im Haus eines der Spieler zu feiern, aber seine Eltern hatten das Ganze im letzten Moment aufgeblasen. Jetzt konnten sie die Party nicht feiern. Und da kam mir eine geniale Idee. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, rannte ich auf sie zu und rief, »Hallo, ihr braucht also einen Platz für eine Party, richtig?« Die Spieler sahen mich ungläubig an, doch nach ein paar Sekunden antwortete Erik, »Ja, das tun wir.« Ich nahm allen Mut zusammen und fuhr fort. »Kommt zu Alex nach Hause, er schmeißt die coolsten Partys und seine Eltern werden nicht da sein.« Zunächst wussten die Jungs nicht einmal, von wem ich sprach, doch ich erklärte es ihnen, gab ihnen eine Wegbeschreibung zum Haus und hinterließ meine Telefonnummer für alle Fälle. Dann rannte ich freudestrahlend in die Kantine, um meinem Freund die tolle Nachricht zu überbringen. Alex, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe das gesamte Footballteam zu einer Party in deinem Haus eingeladen und sie haben zugesagt. In diesem Moment war ich außer Freude von mir. Aber die Reaktion meines Freundes war ganz und gar nicht so, wie ich erwartet hatte. Sein Gesicht wurde urplötzlich tiefrot. Shelly, was hast du dir dabei gedacht? Fragte er mit zitternder Stimme. Habe ich dich darum gebeten, das zu tun? Ich fühlte mich so ungerecht behandelt, dass ich in diesem Moment fast in Tränen ausgebrochen wäre. Ich wollte Alex so gerne helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Aber statt eines Dankeschöns bekam ich das. Völlig aufgelöst stand ich vom Tisch auf und verließ die Kantine. In diesem Moment wollte ich Alex nie wiedersehen. Schließlich beruhigte ich mich ein wenig. Und in der nächsten Pause erklärte mir Alex, warum er so reagierte. Er erzählte mir, dass seine Eltern, die Polizeibeamte waren, gerade für ein paar Tage auf Dienstreise gefahren waren. Das Problem war nur, dass Alex auf seinen jüngeren Bruder Kevin aufpassen sollte, während sie weg waren. »Du weißt doch, wie oft er Wutanfälle bekommt. Ich kann ihn nicht einmal für einen Moment alleine lassen«, sagte Alex. Ich schüttelte den Kopf und begann mir einen neuen Plan auszudenken. Ich versprach ihm, während der Party ein Auge auf Kevin zu haben und auch darauf zu achten, dass sich die Gäste benehmen. Nach ein paar Stunden meiner Überredungskunst stimmte Alex schließlich zu. Am nächsten Tag bin ich früh aufgestanden und mit Alex und seinem Bruder in den Laden gegangen, um mit unserem Taschengeld ein paar günstige Snacks zu kaufen. Dann half ich ihm, das Haus ein wenig aufzuräumen und eine coole Playlist zusammenzustellen. Schließlich trafen die ersten Gäste ein. Am Anfang lief alles fantastisch. Während ich mit Kevin in seinem Zimmer spielte, lernte Alex nach und nach die Jungs der Fußballmannschaft kennen. Ich sah ihn scherzen und lachen, umgeben von den Spielern, und stellte mir schon vor, ihn als Teil der neuen Mannschaft auf dem Feld zu sehen. Doch plötzlich kam ein ohrenbetäubender Knall aus dem ersten Stock. Ich rannte los, um nachzusehen, was passiert war, und traute meinen Augen nicht. 3 Jungs sahen mich schuldbewusst an und eine zerbrochene Kristallvase lag auf dem Teppich. Ich sah mich um und stellte fest, dass die Gäste das Haus völlig verwüstet hatten, während Alex losgelaufen war, um neue Snacks zu besorgen. Auf dem Boden lagen Familienfotos, einige wertvolle Gemälde und zerbrochene Gläser. »Was hast du getan?« schrie ich außer mir vor Wut. Erst dann bemerkte ich den Football, mit dem diese Idioten im Eingangsbereich spielen wollten. »Glaubst du, jemand hat sich erbarmt, mir zu helfen?« »Nein, die Jungs zogen einfach weiter und taten so, als ob sie gar nicht da gewesen wären.« Als Alex zurückkam, war ich die Einzige, die noch da war. Naja, Kevin spielte in seinem Zimmer im 2. Stock und bekam von allen nichts mit. Als mein bester Freund ins Wohnzimmer kam, schämte ich mich so sehr, dass ich ihn kaum ansehen konnte. »Alex, ich kann alles erklären.« Aber er war außer sich vor Wut. »Shelly, du hast es mir versprochen«, schrie er. »Ich wusste, dass es so enden würde. Hast du eine Ahnung, was meine Eltern mit mir machen, wenn sie das sehen?« Ich versuchte zu erklären, was passiert war, aber es war sinnlos. Er wurde immer wütender, bis wir fast so weit waren, uns zu prügeln. Offenbar hatten wir uns so laut gestritten, dass wir Kevin erschreckt hatten.
Er kam plötzlich in den ersten Stock, holte etwas hinter seinem Rücken hervor und fesselte uns mit Handschellen aneinander. Ich verstand kaum, was gerade geschehen war. »Kevin, was machst du da?« platzte ich heraus. »Jetzt wirst du dich nicht mehr prügeln«, sagte Kevin und streckte mir seine Zunge entgegen. »Kevin, hör sofort auf mit dem Mist«, brüllte Alex in einem Ton, der sogar mich erschreckte. Kevin brach plötzlich in Tränen aus und rannte in ein anderes Zimmer davon. Mit Handstellen gefesselt suchten Alex und ich 2 Stunden lang im ganzen Haus nach Kevin. Aber er war nirgends zu finden. Da bekamen wir beide richtig Angst. Wir gingen nach draußen und verbrachten den Rest der Nacht damit, den Jungen zu suchen. In den dunklen Straßen und Gassen, in Nachtcafés und Geschäften. Kevin war verschwunden. Und das Schlimmste war, dass Alex sich die ganze Zeit weigerte, mit mir zu reden. »Hör mal, vielleicht ist es doch an der Zeit, die Polizei zu rufen«, fragte ich ihn behutsam. Alex sah mich an, als ob ich verrückt wäre, und dann antwortete er praktisch zitternd vor Wut: »Hast du den Verstand verloren? Meine Eltern sind Polizisten, sie könnten in Schwierigkeiten geraten. Kannst du dir vorstellen, was sie mit mir machen werden, wenn sie herausfinden, dass ich das ganze Haus verwüstet und sogar meinen Bruder verloren habe?« Er hatte recht. Es blieb uns nichts anderes übrig. Wir mussten zurück in seinem Haus und auf ein Wunder warten. Ich log und sagte meinen Eltern, ich würde bei einer Freundin übernachten. Und am nächsten Tag gingen Alex und ich wie üblich zur Schule. Wir wären gerne nicht hingegangen, aber wir hatten eine wichtige Prüfung, die wir an diesem Tag auf keinen Fall verpassen durften. Du fragst dich vielleicht, wie wir unser kleines Geheimnis vor der Lehrerin verbergen konnten. Es war einfach. Alex war Linkshänder, also war es für uns nicht schwer, unsere Hände unter dem Pult zu verstecken und unauffällig zu bleiben. Ich habe Alex Test für ihn geschrieben, um das, was passiert war, ein wenig wieder gut zu machen. Denn wie immer hatte er keinen Plan vom Thema und ich, naja, ich war einfach eine perfekte Schülerin. Aber auch das hat nicht geholfen. Alex wollte immer noch nicht mit mir sprechen. Und das war noch nicht einmal das Schlimmste. Als wir zu seinem Haus zurückkamen, in der Hoffnung, Kevin dort zu finden, sahen wir nicht nur Kevin, sondern auch die Eltern der beiden. »Wo bist du gewesen? Wir haben die ganze Nacht nach dir gesucht«, rief Alex Kevin entgegen und bereute seine Worte sofort. Es stellte sich heraus, dass sein Bruder sich die ganze Zeit in der Speisekammer versteckt hatte, die wir vergessen hatten zu überprüfen. Und die Schlüssel für die Handschellen waren auch dort gewesen. Aber natürlich war es nicht Kevin, der den Zorn seiner Eltern abbekam. Es war Alex, den es traf. »Was ist hier passiert, Alex? Wir waren nur 2 Tage weg und du hast es geschafft, das Haus zu zerstören und deinen Bruder zu verlieren«, schrie sein Vater. Aber anstatt zu schweigen oder alle Schuld auf sich zu nehmen, begann Alex, seinen Eltern zu erzählen, dass alles meine Idee gewesen war. Dass ich ihn gezwungen hatte, die Party zu schmeißen und ungehobelte Footballspieler zu ihm nach Hause eingeladen hätte. Ich hörte ihm zu und hatte das Gefühl, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wollte nicht glauben, dass Alex so zu seinem Verrat fähig war. Sobald ich von diesen verdammten Handschellen befreit war, eilte ich nach Hause und freute mich lediglich, das Wochenende ohne diesen Verräter zu verbringen. Doch als ob dieser Tag nicht schon schrecklich genug wäre, erlebte ich zu Hause eine weitere Überraschung. Während ich auf dem Weg dorthin war, hatten Alex' Eltern bereits meine angerufen und ihnen alles erzählt. Ich bekam einen ganzen Monat Hausarrest. Was könnte schlimmer sein? Aber um ehrlich zu sein, war ich nicht lange aufgebracht. Ich hatte sowieso niemanden, mit dem ich etwas unternehmen konnte, weil meine Freundschaft mit Alex nach so vielen Jahren zu Ende war. In den nächsten Monaten stritten wir uns in der Schule so oft, dass die Lehrerin uns schließlich trennen musste. Trotzdem machte Alex in den Pausen immer noch blöde Bemerkungen über mich. Und ich hatte natürlich eine entsprechende Antwort parat. Und dann eines Tages ging ich den Flur entlang zum Sportunterricht und sah Alex umringt von den Jungs aus dem Footballteam. Ich bekam Angst, dass sie ihm etwas Schlimmes antun würden, aber dann hörte ich sie sagen, »Kumpel, willst du mit uns spielen? Ehrlich gesagt war deine Party die beste, die wir seit Jahren hatten. Es wäre cool, mal wieder mit dir abzuhängen.« Ich konnte nicht fassen, was ich da hörte. Ich hatte die ganze Zeit recht gehabt. Mit triumphierendem Blick ging ich an ihn vorbei und drehte mich nicht einmal um in der Hoffnung, dass Alex seinen Fehler endlich einsehen und sich entschuldigen würde. Und genau das ist passiert. An diesem Abend stand er mit einem Blumenstrauß vor meiner Tür und bat mich um Vergebung. Er sagte, er sei unglaublich dankbar und habe eingesehen, wie schrecklich er sich verhalten habe. Um ehrlich zu sein, war ich immer noch ein wenig verletzt, aber ich freute mich trotzdem für meinen Freund. Immerhin hatte ich viel Druck auf ihn ausgeübt und mein Versprechen nicht gehalten, also waren wir quitt. Seitdem sind Alex und ich wieder unzertrennlich, aber wenn wir Partys schmeißen, achten wir darauf, dass niemand einen Football mitbringt. Schreib mir doch mal in die Kommentare, hast du dich jemals mit deinen besten Freunden zerstritten?